Ja, hallo alle miteinander zum Achtelfinale Rückspiel. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was ist mit den seinen Ton los? Keine Sorge, für alle, die das auch später gucken. Ich war heute zum Halbfinalspiel von der WM 2014 Deutschland gegen Brasilien. Und ja, wie wir jetzt alle wissen, 7:1 hat Deutschland Brasilien, man kann es nicht anders sagen, an die Wand geschossen. Überfahren, ich weiß gar nicht, was es dafür wieder gibt. Ihr merkt, ich bin noch voll im Hype. Und ja, es gab viel zu brüllen, viel zu feiern. Dadurch ist meine Stimme halt fast komplett im Arsch. Ja, aber was soll ich sagen, trotzdem mache ich für euch dieses wunderschöne Video und ich hoffe, heute zum Viertelfinale-Hinspiel ist dann meine Stimme wieder so da. Oder ich überlasse das hauptsächliche Quatschen, dann, wie heißen die beiden Deppen? Mumaino und unseren Junior-Kommentator Chesnby oder auch Sander genannt. Ja, trotzdem will ich euch ein paar Spiele nicht vorenthalten, aber verzeiht mir, dass ich heute nicht alle Spiele zeige. Aus dem einfachen Grund, meine Stimme hält das nicht durch. Ja. Und damit lege ich los. Das Fockenhusen-Spiel, wo doch Fockenhusen von so vielen als Gewinner-Tipp getippt wurde, die ja doch dann ja jetzt eine 3:0-Schlappe aufholen müssen. Und damit ab zum Spielbericht. Ja, und mal sehen, ob sie heute alles so viel geben. Oh, Leute, ist das eine Stimme. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem aushalten. Ich versuche mein Bestes, aber besser geht's gerade nicht. Ja, dritte Minute. Die Skilieder sind wieder mal gut unterwegs. 25. Minute. Fockenhusen mit dem 1:0. Na, geht doch gut los. 30. Das 2:0. Nur noch ein Tor und es geht hier vielleicht in die Verlängerung. 33. Minute. 3:0, noch ein Tor und Fockenhusen ist doch tatsächlich weiter. Ja, da werden sich so einige freuen, wenn das passieren sollte. Aber noch ist es nur die Verlängerung. Und jetzt kommen Chancen für den Gegner und Verlängerung. Ja, die erste Verlängerung dieses Fun Cups dieser Saison. Und wieder nur Chancen für den Gegner, für Fockenhusen. Und 114. Minute ist das die Entscheidung. 3:1 gegen Fockenhusen. Ich habe den Gegner jetzt leider vergessen. Sorry, Leute. Ja, 3:1. Und das war's. Fockenhusen ist raus. Ist somit raus. Die ganzen Siegertipps, wo wir zu mir dann noch zum Gewinnspiel kommen. Ja, wird man dann sehen, hoffe ich. Ja, 3:1 Remder. Jetzt habe ich es wieder. SV 21 Remder. Glückwunsch fürs Weiterkommen. Und dann mal sehen, wie es im Viertelfinale aussieht. Ja, und damit würde ich sagen, ab zum nächsten Spiel. Ja, und da es heute ein Tag der vielen Tore ist, ich kann es nur wiederholen. WM 2014, Halbfinale, Deutschland, Brasilien, 7:1, yeah. Verdammt, ich kann schon gar nicht mehr brüllen, so fertig ist meine Stimme. Aber trotzdem präsentiere ich euch mein Spiel noch. Das ging ja das Hinspiel 1:5 aus. Und ich weiß nicht, auf Afrika Bambaataa noch die Hoffnung hatte, hier 4 Tore aufzuholen. Aber es haben mir schon einige gesagt, Richtung Mumaino und Sander. Ja, das ist nicht alles verloren. Dann will ich doch auch zeigen, wie hier alles verloren ist oder ob hier nicht alles verloren ist. Im Pfeifenmix-Stadion, wie kommt man auf solche Namen? Jedenfalls sehr gut besucht. Ja, 4 Tore Unterschied. Das muss Bambaataa erstmal aufholen. Und 6. Minute, es geht gleich mit dem Tor los. Für mich, yeah, für den ersten FC Aprisos mit einem Kopfball. Ich habe erstaunlich, wie gut das Kopfballtraining ankommt. In meiner Mannschaft, die letzten Tore fallen alle nur durch den Kopf. Ja, mein linker Stürmer, Achim Kommers, der kann halt nicht jedes Mal treffen.
Aber man kann es ja versuchen. Bambata mit der ersten Chance, aber kommt dann meinen guten Torwart nicht vorbei. Ja, dann bekommt wieder mal ein Ordner den Ball in den Magen und nicht andersrum. Dafür gibt's Applaus. Ich frage mich, warum. Ja, und weiter geht's mit Chancen für Bambata. Sie sind durchaus da, aber er trifft das Tor nicht, weil mein guter Torwart hält. Aber jetzt, vielleicht jetzt. Nein, ein 2 zu 0, da kommt der Linksstürmer und schon steht es insgesamt 7 zu 1, wie bei, ja, Halbfinale 2014 WM, Brasilien-Deutschland. Und da ist sogar das 3 zu 0. Damit habe ich sogar dieses historische, legendäre Spiel geschlagen insgesamt, aber leider nur mit 2 Spielen. Ich habe also noch zu tun. Das ist doch mal ein neues Ziel, dieses Spiel in einem Spiel hier bei OFM nachzuspielen. Vielleicht in diesem Halbfinale? Oder mal schauen, wer mein Viertelfinalgegner ist. Ja, somit 3 zu 0 und somit sage ich doch mal, ist das deutlich, ja, deutlicher Sieg für mich. 8 zu 1 Tore in 2 Spielen. Ich glaube, besser geht's nicht. Und damit gehen wir doch mal zur Übersicht und zur Vorausschau. Oh. Fürs Viertelfinale. Ja, und hier sieht man die Übersicht des Rückspiels. Ja, wie man hier so schön sieht, die Botropolis hat 2-0 gewonnen, somit gegen die Apachen durchgesetzt. Borussia Bergstedt hat es ebenfalls gut geschafft mit 4-0 gegen die 09er, ohne Gegentor, nicht schlecht. Das gezeigte Spiel Vogtmoosen, die nun doch leider ausgeschieden sind in der ersten Verlängerungsphase dieser Auflage. Und Hockey ist auch leider raus gegen meinen Finalgegner FC Sandu 07 mit einem 1-4, insgesamt einen 2-6. Ja, erster FC Schlappschuss gegen FC Eising. FC Eising, was soll ich sagen, ohne echten Stürmer 2 Tore gemacht. Ja, was hat denn da die Mannschaft gemacht? Das wird er uns hoffentlich dann morgen erklären. Und ansonsten würde ich sagen, Glückwunsch an ersten FC Schlappschuss, mein Lieblingsnick in dieser Auflage, mit 6-2 an Toren durchgesetzt. Respekt. Das knappste Endergebnis wahrscheinlich bei BC Sportkassel 2012 gegen Isaroer Stürmer, einem 2-3 insgesamt. Glückwunsch an Isaroer Stürmer, glücklich durchgesetzt. Es war das knappste Spiel, Spannung pur. Herzlichen Glückwunsch. Dann das gesehene Spiel Afrika Mbabata gegen den absolut überzeugenden 1. FC Prisos mit 1-8 weitergekommen. Ja, und dann 1. FC Jamelnik gegen Viola Wien. Ja, was sehen meine Augen da? Es gab ein Unentschieden heute, aber durch das Hinspiel ist Viola Wien weiter. Somit herzlichen Glückwunsch an die, die weitergekommen sind. Und an die anderen, versucht das nächste Auflage nochmal. Jawohl, ich komme hier langsam vor wie ein, ja, Volksfestansager vom Karussell oder so. Aber egal. Dann mal der Ausblick auf das Viertelfinale. Ja, da treffe ich dann gegen Borussia Bergstedt. Und wie sieht unsere Statistik aus? Ja, 5-mal gewonnen, 5-mal unentschieden, 0-mal unentschieden, 5-mal Niederlage. Ja, das ist doch mal ein wahres 50-50. Mit Unentschieden geben wir uns nicht ab, oder Bergstedt? Es wird jedenfalls sehr spannend. Darauf freue ich mich. Meine direkte Kontrahentin in der ewigen Tabelle vielleicht im Viertelfinale zu entschärfen und rauszuwerfen. Ja, der FC Sandu 07 gegen SV 21 Remda. Ja, sehr interessantes Spiel, da freue ich mich drauf. Viola Wien und Schlappschuss, ja, auch gegeneinander, ja, kann man auch nicht viel dazu sagen. Mein Herz schlägt alleine wegen dem Nick für Schlappschuss. Ich versuche trotzdem neutral zu bleiben. Und dieser hohe Stürmer gegen FC Botropolis, ja. Und wie man hier sieht, sogar... ist die Durchschnittsstärke der Mitspielenden hier nicht unter 97. Das ist schon wieder mal krass. Und ja, wie soll ich sagen, das wird immer spannender.
Und man darf gespannt sein, denn auch im Club Talk, den will ich mal kurz zeigen. Nicht, dass ihr denkt, wir sehen oder wir lesen uns das nicht durch. Es ist jedoch ganz schön noch eine Menge drin, vor allen Dingen durch die Tipps, die ich natürlich durchaus mit einpflege, gar kein Ding. Und ich sehe auch, dass Borussia Bergstedt hier schon was geschrieben hat. Ja, schön so weit zu kommen, aber jetzt werde ich mich wohl verabschieden. Ja, ist das schon eine, ja, wie nennt man es, Bankrotterklärung oder ein, ja, Todstellen? Ich weiß es nicht. Ich freue mich jedenfalls auf das Spiel und ich hoffe, dass das nur ein psychologischer Trick ist, der bei mir natürlich nicht funktioniert, denn ich wende den ebenso an. Denn ich sage, ja, so wird's sein. Aber du kannst auf ein was hoffen, wenn ich du sagen darf, nämlich, dass du hoffentlich nicht 8 zu 1 verlierst. Ja, und damit würde ich sagen, gehe ich mal ab zum Tippspiel. Ja, und in dieser Gewinnspieltabelle ist hier halt Folgendes passiert, dass man sieht, dass Heising, deswegen habe ich das hier nochmal markiert, mit Verlängerung getippt hat. Aber selbst der Gegner ist nicht angetreten, somit hat er heute 0,5 Punkte minus gemacht sogar. Premiere. Aber Heising lässt sich so eine Premiere einfach nicht entgehen. Er nimmt alles mit, was es gibt. Ja, der beste Tipper heute ist Sando07, somit auch zu Recht auf Platz 2. Auf Platz 1 wieder bisher im Achtelfinale, in K.O.-Phase praktisch, ohne fehlerhaften Tipp und somit zu Recht auf Platz 1. Ja, gehe ich mal durch. SFC Prisus auf Platz 1 mit 55,781 Punkten. Ich hoffe, meine Stimme hält das noch durch. Platz 2 ist Sando07 mit 53,438. Ja, und Platz 3 FC Tisch 51,500. Und dahinter auf Platz 4 die knapp 04 mit 50,625. Dann auf Platz 5 der gute Chesimio oder Sander genannt mit 49,219 Punkten. Ja, gehen wir weiter zu Platz Nummer 6, die Apachen mit 45 Punkten. Ja, ja, genau. 7 mit 44,250, Viola Wien. Und, bam, 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 bam. Uiuiui. FC Eising auf 8 mit 44,714. Hier kann ich noch eine Kommastelle wegmachen. So, und auf Platz 9 Fockenhusen mit 38,906. Ja, also es bleibt spannend. Weit ist es nicht mehr. Wir erreichen das Viertelfinale, dann nur noch 2 Schritte und man steht im Finale. Also es bleibt spannend. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin. Und ja. Ich kann nur sagen von meiner Stelle, ich hoffe, meine Stimme ist dann wieder da. Heute dann zum Viertelfinale Hinspiel. Und da der gute Möb 112 frühs in der Nacht, es ist wirklich frühs, ich bin wirklich echt gerade vom Feiern zurück. Da Momaino nicht da ist, bringe ich heute den Spruch des Tages oder die Fußballanekdote, ich weiß es nicht, wie man es bezeichnen darf. Und damit passend zum Tag oder passend zum gestrigen Tag. Es ist einfach historisch. Das gab es noch nie. Und ich glaube, das wird so schnell auch nicht noch einmal geben. Ein 7 zu 1 von Deutschland gegen Brasilien im WM-Halbfinale 2014. Und damit hoffe ich, wenn man das später sieht, hoffe ich, dass auch die Deutschen jetzt gewinnen. Ich habe selber noch nie richtig mitbekommen, wie Deutschland gewinnt so ein großes Turnier. Deswegen, es wird mal Zeit. Aber von diesem Spiel werde ich auf jeden Fall noch meinen Enkeln erzählen. Das weiß ich jetzt schon. Und von daher gesehen ist das für mich der Spruch des Tages. Nämlich ein historisches Spiel im Reellen, das man so schnell nicht vergessen kann. Und ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Denn ich weiß nicht, ob das zu unseren Lebzeiten nochmal passieren wird. In diesem Sinne, wenn ihr es anschaut, hofft auf meine Stimme und ansonsten feiert und freut euch über dieses 7 zu 1
Und Sonntag ist dann Finale im Echten und dann bin ich mal gespannt. Heute ist Mittwoch, da ist Hinspiel, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also wir haben ein Doppelfinale. Erst kommt das Finale im Fun Cup und dann kommt das Finale der echten WM. Und somit würde ich doch sagen, ja, ich wünsche euch einen guten Morgen. Ihr steht wahrscheinlich bald auf und ansonsten. Ich mich hier noch weiter um Kopf und Kragen rede. Es war ein historischer Tag. Nicht nur im Fun Cup, sondern auch im echten Leben. Und somit bis denn dann, euer Aprisus.